Und damit herzlich willkommen nach langer Zeit wieder bei World of Warplanes. Ich mache hier gerade einen kleinen Aufnahmemarathon. Praktisch erst Assassin's Creed, jetzt dann Curfever, jetzt World of Warplanes. Ja, es ist unglaublich, aber es ist tatsächlich wahr. Mischt da erstmal Wissen. Also, ich mache hier einen kleinen Aufnahmemarathon. Ich bin schon etwas heiser, liegt aber eher daran, wie gesagt, Wochenende. Wer mein Curfever Let's Play schaut, weiß wieso. Also Wochenende, viel singen und das alles uneingesungen und vor allem aber müde. Und dann geht da irgendwie meine Stimme immer ein bisschen im Arsch. Naja, es gab ein Patch mal wieder und jetzt sieht man hier so ein bisschen rot, orange, grün. Ich fürchte, das würde man ganz grün. Ja, und ich würde sagen, wir starten auch gleich mal durch mit der BF110B. Es gab ja lang kein Video mehr. Es tut mir unglaublich leid, wirklich ehrlich. Ich hoffe einfach mal, keiner hat gedacht, das Let's Play ist vorbei. Es ist es nicht. Ich werde es erst bei Folge 50 beenden und bis dahin ziehe ich das gnadenlos durch. Nein, es macht mir ja doch Spaß. Muss ich ehrlich sagen, als ich dann erzählt habe, währenddessen merkte ich schon so, eigentlich kannst du das ja jetzt nicht mehr erzählen. Eigentlich kannst du das gar nicht mehr vertreten, die Meinung, dass es dir keinen Spaß macht, weil es ist immer so, ich muss mich zwar zur Aufnahme zwingen, ich muss sagen, ah ja, nimmst du wieder World of Warplanes auf, ja, machst du später. Aber es macht schon noch Spaß. Wenn man erstmal dran ist, macht's doch Fun. Nur ich werde jetzt auch wieder kürzere Folgen machen. Ich werde in World of Warplanes 15-minütige Folgen machen. Ebenfalls wie in allen anderen, ich jetzt auch wieder runtergehen werde, außer vielleicht in Assassin's Creed und Battlefield, obwohl ich mir das in Battlefield ebenfalls auch überlegt hatte. Weil die Abschaltquote ist halt einfach irgendwo bei 15, 14 Minuten. Und es ergibt dann keinen Sinn, da einfach noch so ewig lange was rumzumachen. 5 Minuten länger zu machen, ist halt doof. Und zudem kann ich dann von 3 Folgen 20 Minuten, kann ich 4 Folgen 15 Minuten machen. Das ist auch einfach eine Zeitfrage. Und ich habe momentan nicht so viel Zeit zum Aufnehmen. Ich hoffe, dass es sich wieder ändert. Aber jetzt gerade im Moment, ich schreibe noch eine Klausur diese Woche, nachdem ich 3 Klausuren direkt nach den Ferien geschrieben habe, was ich persönlich extrem gemein fand. Du blöder Wichser. Ja, du, genau du bist gemein, Mann. Ja, du bist schuld an meinen 3 Klausuren, die ich schreiben musste. Jetzt ist es offiziell, du bist schuld. Komm schon, schieß ihn nieder. Scheiße. Du bist doch ein blöder kleiner Wichser. Nein. Hey, sie haben es flüssiger hinbekommen. Sie haben es definitiv flüssiger hinbekommen. Es hakelt nicht mehr so. Habt ihr sehr gut gemacht, meine Freunde. Das war ein sehr schönes Patch. Auch wenn ich gerade wieder direkt draufgegangen bin. Ja. Wir fliegen BF109. Hey, yeah. So, fliegen wir. Komm, los. Ja, also wie gesagt, ne, macht doch noch Fun. Ich kann es auch noch spielen. Würde ich nicht mehr spielen können, würde ich sagen, okay, jetzt mache ich noch 4 Folgen. 5 Minuten und dann höre ich auf. Aber das sage ich ja nicht. Ich sage Folge 50, Alter. Das sind noch 24 Folgen, Mann. Bam. Also mit der noch 14, 24. Sonst jetzt noch 23. Wäre aber auch nicht so schlimm. Naja. Tja, vergleichen. Die sind alle besser als wir, theoretisch. Aber wir werden das schon irgendwie schaffen, glaube ich. Diese Vergleiche mag ich irgendwie gerade momentan gar nicht. Hab da gar keine Lust drauf einzugehen, irgendwie. Weil, ja, ob die besser sind oder nicht, ist mir eigentlich ziemlich egal. Was nur wichtig ist, wenn wir höhere Leute haben, dann gucke ich da schon ab und dann ein bisschen rein, um zu wissen. Also wir sind hier zum Beispiel feuerkrafttechnisch nicht wirklich gut. Alles ist eigentlich stärker, wirklich, bis auf hier, so was hier. Bedeutet, wir müssen mit unserer Beweglichkeit arbeiten. Das hat ja einen kleinen taktischen Sinn, dieses Menü da. Sonst wäre es auch nicht da. Es hat schon Sinn, aber naja. So, Gefecht beginnt. Es beginnt jetzt. Und es wird erst enden, wenn der letzte Mann gefallen und die letzte Granate explodiert ist. Es wird erst enden, wenn es vorbei ist. Es wird erst dann enden, wenn die Schlacht geschlagen ist. Erst dann wird ihr Leid beendet sein. Ja, genau dein Leid meine ich, LBSSH. Komm, geh rum. Nein, nicht gut. Hat das Ding Heckschützen, willst du flachsen? Komm schon, mach es kalt, mach es kalt! Nein! Komm! Sturzwinkel ist gar nicht so groß, ich krieg's doch hin, Junge. Siehste? Geht doch alles. So.
Wo seid ihr? Da werden gerade ganz schön viele Leute runtergeschossen. Wir sollten uns mal wieder auf zum Kampfgebiet machen. Dazu aktivieren wir den Boost. Den Boost. Er wird es richten. Er muss das richten, was wir verbockt haben. Oh mein Gott. Dramatische Musik. In der Einöde der Sahara kämpfen einsame Piloten ums Überleben oder Sterben. Es gibt nur zwei Möglichkeiten in diesem Gefecht. Man passt sich an oder man stirbt. Ach komm schon, Junge. Ich will mich aber anpassen, ich will nicht sterben. Komm, Dotzi, Dotzi, Dotzi. Komm, Dotzi. Komm schon. Komm. Jawohl, das war's für die BF109 vom Gegner. Jawohl, das war es für sie definitiv. Definitiv. Es gibt den Nominativ, den Genitiv, den Dativ und den Definitiv. Was? Was laber ich gerade wieder für eine Scheiße? Also Leute, nicht glauben, was ich gerade so gesagt habe. So. Gegnerische Flaggs ungenauer finde ich immer sehr schön. Oh. Nein! 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 Wir hatten doch 4 Kills. Warum? Warum musste das so enden? Warum? Warum nur? Letztes gegnerisches Flugzeug. Was? Warum sagt ihr das nicht? Auch so, weil ich nicht mehr im Gefecht bin. Komm, schnapp ihn dir. Mein Gott, nein, du krachst auf den Boden. Pass auf, Junge. Oh. Der hat's drauf, der Junge. Komm schon. Und die haben auch ein bisschen die Schussgrafik und so verbessert, ne? Alter, die haben alles verbessert von der Grafik. Von den Feinteilen auch, ne? Da fliegen immer Teile weg, wenn der beschädigt ist und so. Oh, war schon ein schickes Patch. Alter, 1156 Erfahrung und 11.930. Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Das ist ganz schön viel. Krass. Davon müssen wir uns gleich was holen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Was laber ich gerade wieder? So, BF109E. Ja, die sieht besser aus, aber wir müssen erstmal die hier holen. Was machen wir? Besseres Geschütz, besseres Dingens? Ach, können wir eher das kaufen direkt? Geil, wusste ich gar nicht. So, kaufen. Flügelmontierte Waffen. Ah, forschen. Kaufen. Forschen. Kopf. Nein. Lass dich einbauen, nein. Zurück. Hangar nach. Nee, Erfolge. Nee. Verkaufen. Nein, das war falsch. Module. Na bitte. Kann man ja nicht irgendwie sortieren. Geeignet für alle Flugzeuge. Auf Lager. Verkaufen. Ja, für 42.000. Ja, das muss man ab und an mal machen. Einfach mal alles entleeren, was man gerade nicht braucht, weil das brauchen wir schließlich alles nicht. Ja, wir haben ja unsere geilen Waffen und die brauchen wir deswegen nicht. So, deswegen kaufen wir uns noch den geileren Motor und bauen ihn noch direkt ein. Und dann geht es weiter. Wieder mit der BF109B. Gefälscht! Ich liebe sie, ich liebe sie. Und ich werde sie nie aufhören zu lieben. Meine Liebe zum Fliegen. Was? Nee. Nein, ihr wisst, was ich meine. Nicht. So, jetzt haben wir doch mal ein bisschen Feuerkraft wenigstens. Wir schlagen etwa, wir schlagen relativ viel mit Feuerkraft. Wir können auch ordentlich draufhauen, so wie es gerade aussieht. Okay, BF110 ist einfach krass. Die ballert uns übel weg. Das ist schon krass, aber das ist auch krass. Ne, wollte ich gerade nur mal sagen. 107, 108. Also theoretisch müsste das relativ ausgewogen sein. Hässlicher Bomber. Alter, ist der hässlich. Boah, ist der hässlich. Ah, ist der hässlich. Nein. Eine BSH-2. So, und eine F3F. Die mag ich nicht. Aber wir sind ein bisschen geiler als die. Nur die ist, alter, wie manövrierbar die ist. Okay, wir sind gar nicht mehr so manövrierbar. Krank. Aber dafür sind wir schnell wie der Wind. So, das muss ja auch irgendwas bringen. Wir schweben in der Luft. Bereit zur Ankunft. Unseres Versagens. Nein, was? So, weiter geht's. Beziehungsweise los geht's im Gefecht. So. So, zwei Leute haben Disconnect. Geil.
super, mega krass. Ich liebe euch. Was ist das da hinten für ein Flugzeug? Ach du Scheiße. F3F und eine I-17. Was ist das denn für ein Vieh? Hätte ich gerade eben besser nachgucken sollen. Alter, was? Kranke Scheiße. Wie wir jetzt draufhauen müssten, rein von der Feuerrate her. So, komm. Jetzt ist er... Jetzt nerv mich nicht mit deinem scheiß Verbündeten. Ich muss hier einen Krieg gewinnen. Hochziehen. Hochziehen. Mein Kill, mein Kill, immer noch mein Kill, 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 mein Kill. Oh, nein, was wie Unterstützung. Och mein Gott. Freunde. Ist ja schön und gut, dass ihr mich so sehr mögt, dass ihr mich unbedingt verfolgen wollt, aber ich mag Nähe nicht, müsst ihr wissen. Wow, Alter, da hat aber gerade einer einen runtergeballert. Das war aber krass. Komm, Dotze, Dotze, Dotze. Du! So, kaputt. So, hinter mir ist noch einer. Klappen raus, bremsen, bremsen, bremsen rum. Wieder beschleunigen, rausrasen und hinaus auf die See. Und gucken, dass wir wenigstens dort dann einen erwischen. Wenn wir schon hier keinen kriegen, dann halt dort. Kein Thema. Hinter uns immer noch, oder? Ah, aber jetzt hat er uns von uns abgelassen. Jetzt können wir ihn vernichten. Ich habe das Gefühl, er wird tot sein, bevor wir ihn erwischen. Nein, ist er nicht. Doch, verdammt. Flak. Wir machen zu wenig Damage. Definitiv. Ah! Lass mich. Alter, 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 Alter. Chill, 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 chill. Flak, chill. So. Weiter geht's. Wo ist der nächste? Wo ist denn... Da draußen ist irgendwo einer. Ich weiß noch nicht, wo genau. Wo? Wo ist denn? Wo soll der sein, bitte? Oh, Mann, Flak. Nerv mich nicht. Wo ist er hin? Da ist er weg. Okay. Alter. Könnt ihr es mal bleiben lassen? Komm. Komm. So. Wunderbar, wunderbar. Da ist da jemand. Ein jemand. Eine elf Leben jemand. So. Der elf Leben jemand ist weg. Hochziehen, Salto. Salto. Nein, bist du behindert, Junge. Boah. Alter, hat er uns zerlegt. Aber es ist, oha, ja, es ist definitiv flüssiger geworden. Da ist kein Ruckler mehr drin, wie ich angemerkt hatte. Alter, drei. Krass, drei Kills. Und wir haben den letzten Gegner zerstört. Babo. Oh, 25 Silber, ja. 14.515 Silber. Ach du Scheiße, geil, Mann. Oh, ist das Babo, ist das geil. Oh, ist das Hammer. Schon wieder 1200 Erfahrung. Oh, was machen wir denn damit? Motor. Forschen. Zack, sofort. Und direkt kaufen. So, und damit haben wir auch alle Grundsteine gelegt für die BF-109E. Aber wir werden erst noch das hier erforschen, natürlich. Und dann die hier. Die sieht geil aus. Die Ausführung des Messerschmitt-Jägers wurde nach der Militäroperation in Spanien gebaut. Umfangreicher Einsatz in der Luftwaffe und Luftstreitkräften der deutschen Verbündeten. Geil. So. Ja. Nochmal oder? Eher nicht. Da, 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 da. Immer noch dieses Lied. Wenn ihr die Folge 1000 von Gronkh immer noch nicht gesehen habt in Minecraft Let's Play, schaut sie euch an. Ganz am Anfang das Intro. Es beginnt mit dieser Melodie. Und dazu diese Stimme. Da, 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 da. Gefangen. In den eigenen Gedanken. Ich kann das gar nicht nachmachen.
Auf jeden Fall, Plappadada, sehr, sehr schön, ja. Ich finde die Folge ultra geil. Und lernt dadurch zu leben. Irgendwie sowas. Keine Ahnung an der Stelle, glaube ich, der Melodie. Ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall verknüpfe ich das immer damit. So, an dieser Stelle verabschiede ich mich auch schon wieder für euch für diese Folge. Ich wollte es ja erstmal ein bisschen ausprobieren, ob das geht mit Folgencutten etc., ob das besser so ist oder besser nicht. An dieser Stelle, wie gesagt, tschö und bis zu der nächste Mal. Weil ich gerade auch wieder nur eine kurze Session machen kann. Tschüss. Tschüss.